Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Von der nassen Jahreszeit wird man schnell mal eiskalt überrumpelt. Dann nämlich, wenn das Immunsystem geschwächt ist und sich Vitaminmangel mit seinen bekannten Folgen bemerkbar macht. Ein bewährtes Mittel zum Aufladen von der Vitamindepot sind unter anderem Zitrusfrüchte in allen Varianten, wie sie in unseren sonnigeren Nachbarländern jetzt geerntet werden. Mehr zu diesem Thema dann ein bisschen später. Wie vielseitig die gesunden Früchte auch in der Küche eingesetzt werden können, verratet Ihnen jetzt zuerst unser Küchenchef, Armin Amrain. Richtig, und weil es ja immer heisst, Orangen seien sauer, treten wir jetzt gerade den Gegenbeweis an mit einer Orangentorte. Grüezi miteinander. Eier mit Danken und Zucker schaumig rühren. Mit Haselnüsse, Mehl, einer Prise Salz und Backpulver mischen. Und alles zu einem zähflüssigen Teig verrühren. Jetzt den Teig im vorgeheizten Ofen 40 Minuten backen. Rausnehmen und in der Form abkühlen. Ich habe das hier schon vorbereitet. Jetzt zum Creme-Belag. Ricotta mit dem Saft von 1,5 Orangen und abgeriebener Schale. Orangenlikör und Zucker gut verrühren. Eingeweichte Gelatine leicht ausdrücken. Erwärmen und schmelzen und die Ricotta-Masse dazugeben. Auf einen Teig in der Springform verteilen und im Kühlschrank ansülzen. Das heisst, leicht fest werden lassen. Richtig, dass die Torte ein bisschen Körper bekommt. Jetzt Orangen in Filet schneiden. Ich zeige das gerne nochmal. Dann auf die Ricotta-Masse geben und die Torte damit garnieren. Die kommt jetzt nochmal 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank, bis sie vollständig erstarrt ist. Und wer Lust hat, kann sie je nach Belieben mit Orangenschalen garnieren. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Anke, Eier, Zucker und Salz, Haselnüsse, Mehl, Backpulver, Ricotta, Orangensaft, abgeriebene Orangen, Orangenlikör, Gelatine und Orangen. Jetzt aber doch noch ein paar Informationen zu den inneren Werten der Orangen. Schon eine Orange oder ein Dezi Orangensaft deckt den Bedarf an Vitamin C für einen ganzen Tag. Und ein Glas frisch gepressten Orangensaft bringt einem am Morgen schnell in Schwung. Und man ist bestens vorbereitet gegen die Winterkälte. Es gibt aber keinen Unterschied bei den verschiedenen Sorten. Ob Orangen, Grapefruit oder Zitronen, alle Zitrusfrüchte sind reiche Vitamin-C-Spender. Und das ist gut so, denn auf dem Höhepunkt der Zitrusfrüchtsaison ist die Auswahl in unseren Läden gross. Neben Navellinas-Orangen und Clementinen aus Spanien findet man Tarocco- und Moroblut-Orangen, aber auch Mandarinen aus Sizilien. Pomelos und Mineolas kommen aus Israel. Und auch die bekannten roten Grapefruit wie Ruby Red aus Florida oder Sunrise aus Israel sind eingetroffen. Eine Frage, die unserem Konsumentendienst öfters gestellt wird, betrifft die Schale. Die ist normalerweise leicht gewachst, dass er keine Feuchtigkeit und damit kein Vitamin verloren gehen und dass die Früchte länger frisch bleiben. Wer trotzdem unbehandelte Früchte vorzieht oder auch die Schale zum Kochen braucht, findet bei uns auch Orangen und Zitronen aus biologischem Anbau. Und jetzt viel Spass mit der Modefarbe Orange von diesem Monat. So? So? Oder so? Themawechsel. Auch im neuen Jahr machen wir weiter mit dem Millenniumsspiel mit unvergesslichen Preisen. In der nächsten Runde geht es weiter mit bekannten Marken wie Nestle Junior Milk, Penaten Baby Milk, Galactina Bimbo, Wander Adapta 3, Fixis Hösli Windeln und Milupa Aptamil 2. Wer herausgefunden hat, wie viele Babys am ersten Tag des neuen Jahrtausends auf die Welt gekommen sind und seine Karten rechtzeitig eingeschickt hat, kann mit ein bisschen Glück die VW Golf-Variante in Empfang nehmen. Oder eine Städtereise nach Barcelona mit Lindia-Flug und 2 Übernachtungen im Kobner Mittelklasse-Hotel für 2 Personen antreten. Die Reisen werden auch das Mal offeriert von Helvetic Tours, einem Spezialist für preisgünstige Städtereisen. Schon jetzt viel Vergnügen! Inzwischen abgereist sind übrigens unsere glücklichen Gewinner vom Donga-Duschwettbewerb, Ursula und Anton Leuschwuller aus Jegensdorf. Nochmal herzliche Gratulation auch von uns. Und das sind die Aktionen von dieser Woche. Ausländische Tomaten kosten 1,90 €. Und Tempo-Papiernastücher kommen sie als 3 für 2 für 7,30 € über. Mit der GoProfit-Karte gibt es Bulleggeschnetzelz im Duopack zum halben Preis. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Mit diesen Hinweisen sind wir am Schluss für heute. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.